Ja, Leute, dann kommen wir auf jeden Fall heute zu einer Clan-Vorstellung. Ist ja schon eine Weile her, seitdem wir das letzte Mal eine Clan-Vorstellung gemacht haben. Ich lese es mal ganz kurz vor, ist quasi der Text, den Text habe ich übernommen von dem Werbebanner der Waffenbrüder. Und euer Kapitäne, ihr sucht einen Clan, wir vom Clan Waffenbrüder, WBC ist die Abkürzung, würden uns freuen, wenn man zusammenspielt und Spaß hat. Es ist ein ausschließlicher PlayStation-Clan, das ist auch ganz wichtig immer, ne? Und da haben wir die hier nochmal das Logo, Schlachtschiff Bismarck, also hier die Bismarck wird hier auf dem Logo zelebriert. Das ist das Logo der Waffenbrüder und heute im Interview haben wir den Iron Blood und den Hayskrümel. Einen wunderschönen guten Tag. Ja Leute, dann ich freue mich auf jeden Fall euch heute hier im Stream zu haben, mit euch ein kleines Interview zu machen. Und dann würde ich sagen, wie gesagt, wir haben heute den Nico und den Tobi, ne, hier im Interview. Und dann würde ich sagen, wir starten einfach mal mit dem Frage-Antwort-Spiel. Ja, Leute, wie sieht's denn aus? Seit wann gibt es euch denn? Seit wann seid ihr quasi auf den sieben Weltmeeren unterwegs? Wann war eure Clan-Gründung? Unsere Clan-Gründung kann ich genau sagen. Wir haben uns gegründet am 1.12.2019. Am 1. Wann ging das? Wann ging das? Wann war das Release des Spiels? Der war im Anfang 2019, meine ich. Ich glaube, ein halbes Jahr vorher, so war das ja. Also seid ihr eigentlich schon fast seit Release unterwegs und habt, denke ich mal, auch schon den einen oder anderen Kapitän dabei, der über ordentliche Seemeilenerfahrung verfügt? Ja, auf jeden Fall. Wir haben einige Leute, die schon weit über ihre 8000 Gefechte haben. Also, da seid ihr ja fast bei Timo in Timos Liga ungefähr. Ja. Ja, dann was ist denn eure Philosophie von eurem Clan? Für was steht ihr? Was ist der Grundgedanke hinter eurem Clan sozusagen? Ja, also ich sag mal so, unsere Philosophie ist halt, wir haben insgesamt, sag ich mal, 24 Mitglieder okay. bis jetzt in unserem Clan. Aber auch noch zahlreiche Anwerber, wo wir halt viel am Kämpfen sind. Philosophie ist halt, wie soll ich das erklären? Denn wir steigern den Ehrgeiz der Anfänger, die jetzt gerade erst neu reinkommen. Sprich, bei uns ist jeder willkommen. Egal, ob eine Behinderung oder geschlechtlich, lesbisch, schwul, alles eigentlich komplett egal, weil im Endeffekt zählt bei uns nur der Zusammenhalt und das Spiel. Genau. Also quasi eure Philosophie ist quasi, dass ihr wirklich eine eingeschworene Gemeinschaft seid, dass ihr quasi für alle offen seid, ihr seid Multikulti quasi, bei euch gibt es keine Ausgrenzungen, es ist jeder willkommen. Richtig. Und dafür steht quasi euer Clan, ist auf jeden Fall eine gute Einstellung, es gibt auf jeden Fall auch Clans. Wie sieht's aus mit also Anfänger und wie sieht's aus mit dem Alter? Ich habe jetzt schon oft gehört, dass bei Clans zum Beispiel es heißt, erst ab 25, erst ab 21. Also, ich sag mal so, um das mal zu erklären, wir haben ein Mindestalter, sollte, sage ich mal, 21 sein. Also man sollte schon 21 sein, Ausnahmeregeln bestätigen, sage ich mal. Unser Nico zum Beispiel ist noch nicht mal 18, noch nicht mal volljährig. Ja. Ich sag mal, wenn der Kopf und der Geist auf einer gewissen Höhe ist. Da macht ihr da auch Ausnahmen und dann... Richtig, richtig. So ansonsten sage ich jetzt mal, man kriegt es ja oft genug mit. Es sind viele Anfänger unterwegs. Mittlerweile, das Spiel wird gut gehatet. Aber man sieht auch sofort, den Leuten fehlt die ganze Erfahrung. Und es sind auch echt junge Leute teilweise unterwegs nur noch. Naja, ist klar, ne? Das Spiel kostet nichts, es kann sich jeder runterladen und es ist klar, ne? Dass dann auch viele Jüngere unterwegs sind, 14-Jährige, 13-Jährige, ne? Ja, und wir haben uns halt auch als Clan zu Ehren genommen. Es kann jeder spielen, mit wem er will, jeder spielen mit was er will. Es gibt bei uns keine Pflicht, gibt es nicht. Um das mal so zu erklären, wir haben unser Leader, war vorher auch in einem anderen Clan. Den Clan nenne ich jetzt extra nicht. War da sehr unzufrieden, weil das Spiel Pflicht herrschte. Und das war so ein Ding, was ihm nicht gepasst hat. Und daraufhin haben wir uns halt alle gefunden und gesagt, ey, kommt, wie sieht's aus, sollen wir nicht einen eigenen Clan machen?
Und das ist bis jetzt das Ja, Endresultat. das hört man ja ganz oft, dass quasi Leute in einem Clan waren und da lief es dann vielleicht nicht so, wie sich das einige Mitglieder aus dem Clan vorstellen und daraus entstehen dann halt auch neue Clans, ne, wo sich dann quasi wieder Leute finden, die dann dieselben Vorstellungen von dem Clan haben und so bilden sich ja dann ganz oft wieder neue Clans. Ist ja überhaupt auch nicht schlimm, so soll es ja auch sein, ne, dass ich quasi, darum geht es ja auch in einem Clan, dass sich quasi Leute finden, die dieselben Werte vertreten, was das angeht, wie oft, was sind da für Regeln, wie oft muss ich da sein, ist es locker, ist es ein Bundesliga-Club oder so, ne? So ungefähr. Ja. Und genau, jetzt habe ich mal die Frage, was gibt es bei euch für Rollen im Clan? Es gibt ja sicherlich ein Admin, da also weiß ich schon, es gibt einen Schriftsteller, Leader, ja. Es gibt jemand, der ist für die Werbung zuständig, wie sieht es da quasi aus bei euch, die Rollenverteilung? Also ich sag mal so, unser Clanführer, also unser Strahlemann, ist halt der Leader, ja, ist halt Strahlemann, ne? Richtig, Strahlemann WBC, also Unterstrich WBC, dann ich sag mal so, als Vertreter oder Schriftführer, als Nachkomme wäre ich dann. Heißkrümel? Heißkrümel, ich bin der Schriftführer. Der Schriftführer ist zum Beispiel dafür verantwortlich, alles, was die Modis oder der Clan bespricht, ja. Ob es jetzt Regeln sind, Diskussionen sind, egal was es ist, auch wenn es sich nur um das Spiel handelt. Ich sag jetzt mal, gutes Beispiel, die Communities sollen entfernt werden. Weiß jeder oder denke ich, hat jeder mitgekriegt. Da setzen wir uns als Modis zum Beispiel auch zusammen, machen eine E-Mail fertig und schicken die nach Wargaming. Wie oft seid ihr quasi aktiv bei euch im Clan? Ist immer jemand da? 24/7 oder? Immer jemand da. Immer. Es ist immer einer da, es ist immer eine Party offen. Und zur Not, sage ich mal, es spielt immer einer von uns. Und es ist immer eine Divi auf jeden Fall online. Zumindest, sage ich mal, jetzt, wenn ich vormittags. Aber dann sage ich mal so ab, ja, 15, 16 Uhr, da geht das dann los, wenn die alle von der Arbeit kommen. Also auf jeden Fall klar, wo auch immer was los ist. Immer. Ja, dann ist halt die Frage, wir hatten es ja vorhin schon ein bisschen erwähnt, quasi, was sind die Anforderungen, um bei euch im Clan mitmachen zu können? Wir hatten es schon gehört, also eigentlich so mindestens 18. Es kann natürlich auch Ausnahmen, es werden auch Ausnahmen gemacht, je nachdem, wie weit derjenige schon ist vom Kopf her. Ansonsten Anfänger oder Pro ist egal, ne? Also habt ihr eigentlich nicht wirklich große Anforderungen oder gibt es da noch was? Nein, also ich sag mal so, das Einzigste, was bei uns, sage ich mal so, haben wir keine Pflichten, nichts. Das Einzigste, was bei uns halt wirklich Pflicht ist, ist der Unterstrich und das Kürzel WBC. Mehr ist nichts. Ach, als Gamertag? Richtig, oben hinter dem Namen als Gamertag. Quasi das Outing zum Clan sozusagen, ne? Das richtig, öffentliche Outing richtig. Zum Clan. So wie das damals halt auch in Schottland war bei den Clans. Jeder hatte seine Flagge, jeder hatte seine Hose und die Angehörigkeit sollte man halt zeigen. Okay, genau. Ja, finde ich auch cool halt auf jeden Fall. Wie gesagt, zum Beispiel die Schwarze Flotte zum Beispiel, die machen das halt über ihr Logo. Da hat jeder so dasselbe Logo, ne? Selben Aufnäher, selbe Basis. Mhm. Und ihr macht es halt im Gamertag, ist auf jeden Fall auch eine coole Sache. Ja, wie gesagt, wie läuft das bei euch mit der Kommunikation ab? Habt ihr Discord-Server, habt ihr WhatsApp-Gruppen? Wir haben ja schon gerade gehört über die Communities. Richtig, wir haben jetzt quasi, wir haben eine WhatsApp-Gruppe, wir haben eine Facebook-Gruppe, wir haben Discord, ist aber momentan noch in Arbeit. Ja, ganz wichtig auf jeden Fall. Discord kann ich euch auf jeden Fall nur empfehlen, als Clan, euch einen Discord-Server zu machen. Das sind bis jetzt so die Punkte, wo wir, ja, und YouTube halt, ne? YouTube haben wir auch noch einen Kanal, WoW Waffenbrüder. WoW Clan-Kanal Waffenbrüder. Da werden wir jetzt als nächstes zukommen, quasi Social Media mäßig, Stream-Kanäle habt ihr quasi, es gibt viele Clans, die haben einen Twitch-Kanal, da können zum Beispiel neue Members angelernt werden, das ist eine sehr gute Sache auf jeden Fall, oder irgendwelche YouTube-Kanäle, also bei euch ist es quasi, ihr habt einen YouTube-Kanal, ne, Timo? Richtig. Ja. Dann haust du den mal hier rein, würde ich sagen, genau, da kommen sie schon, Leute, wer da mal gucken will, ja, jetzt haben wir hier die Links, Facebook, WhatsApp, das sind die Kommunikationsgruppen. Und ansonsten noch die Social Media Seiten wäre jetzt hier quasi der YouTube-Link. Den haut der Timo jetzt auf jeden Fall gleich mal rein hier. Da ist er. Genau, alles noch ziemlich jung. Ich habe ja schon mal ein bisschen geschaut, ne? Ihr seid noch im Aufbau. Ja. Aber das ist auch nicht schlimm auf jeden Fall. So alt ist das Spiel noch nicht und ich kriege das ja auch ganz oft mit, dass sich quasi jetzt immer mehr Clans bilden. Generell die Community wächst, wir haben immer mehr Streamer und irgendwann kommen ja dann auch mal die Clan-Gefechte auf jeden Fall ins Spiel. Und ja, da ist es auf jeden Fall nicht verkehrt, wenn man sich jetzt schon seinen Clan aufbaut, sich da eine Community zusammenbaut und
Genau, dann würde ich sagen, gehen wir mal zu der Frage über, wie kann ich euch jetzt beitreten? Also wenn ich jetzt Interesse habe, der Bernie zum Beispiel, der hat jetzt schon gesagt, er will auf jeden Fall bei euch mal vorbeigucken hier im Streamchat. Was muss er da jetzt machen? Gerne. Also, Also, willst du, ja, Tobi, oder soll bitte. ich? Bitte, Okay. Nico. Uns beizutreten ist eigentlich gar nicht so schwer. Ihr müsst einfach einen von uns Moderatoren, Hayskrümel-WC oder mir, Ironblood-WC, eine Freundschaftsanfrage schicken per PlayStation. Und sozusagen dann nur noch drauf warten, eingeladen zu werden. Danach erfolgt dann halt ein Zusammenspielen, ob ihr auch zu uns passen würdet. Oder wir zu euch, Genau, wir genau, zu ja, dazu euch. sagen. Und ja, ansonsten ist dann, wie Tobi schon sagte, nur noch das Kürzel unterstrich WBC Pflicht hinten dran, wenn ihr dann Interesse habt, beizutreten. Und zu dem Thema kann ich auch noch was dazu sagen. Und zwar für alle, die auf unserem Discord-Server sind, also vom Admiral Jackson, der Discord-Server, haben wir uns überlegt, wir machen da wie so einen Clan-Kanal und da können sich quasi alle Clans, die da Interesse haben, präsentieren. Und hier die WBC, die Jungs vom WBC machen da jetzt mal den Anfang, also jetzt demnächst dann. Und ihr könnt quasi dann bei uns auf dem Discord-Server euch, wenn ihr Clans sucht, könnt ihr euch in dem Reiter dann Clans, dann verschiedene Clans angucken. Die präsentieren sich dann in einem kurzen Beitrag, präsentieren die sich und da sind dann auch immer noch mal alle Kontaktdaten und zum Beispiel auch sowas, wie kann ich beitreten und dann stehen dann quasi noch mal Hayskrümel und Ironblood, ihr Gamertag und so weiter. Also wer da Interesse hat, kann auch in Kürze dann auf unserem Discord-Server schauen, wie man den WBC-Clan kontaktieren kann. Ansonsten habt ihr es gehört. Timo vielleicht oder einer von euch beiden haut vielleicht nochmal die Gamer-Tags hier im Stream-Chat. Dann können die Leute. Timo, Ja, kriegst du mache das ich. nebenbei hin oder einer von euch beiden macht's? Ich krieg's wohl auch hin. Genau. Und da könnt ihr die einfach adden über PSN und dann könnt ihr da Kontakt aufnehmen. Ansonsten noch die Frage: Habt ihr auch Frauen im Clan? Ja, Ja. eine. Eine, Wäre ja. sehr schön, es wäre wirklich sehr, sehr schön, wenn auch bei uns noch Frauen zukämen, weil die eine Frau fühlt sich ziemlich alleine Oder den zwischen ganzen Männern. den, genau. Darf man denn fragen, welcher Gamertag die weibliche Kapitänin hat? Welchen Gamertag? Ja, wie hieß sie nochmal? Tobi, du weißt es jetzt Grinch. ja. Grinchy WBC. Gut, Ah, dann ist genau. sie, die ist auch hier im Streamchat drin. Richtig, das Echt? ist meine Ja. Frau und sie Ja. ist die Ach so. einzigste Frau bei uns im Clan und wir kämpfen da jetzt wirklich auch schon seit 2019 wirklich noch Frauen Ja, zu für unseren akquirieren. Clan zu aktivieren. Aber es ist wirklich schwer, weil ich bin ehrlich, ich kann die weiblichen Gamerinnen auch verstehen, wenn sie ihren eigenen Clan gründen. Also Wenn sowas sie haben wir noch gar kein. nicht, ne? Sowas haben wir noch gar nicht. Also Ja, ich weiß von einem weiblichen Clan, Echt? der ja, den gibt es aber auch schon über 10 Jahre, die sind von World of Tanks Ja. auch direkt auf World of Warships rübergerutscht. Ah, okay. Aber wäre auf Die jeden Fall sind mega auch schon, interessant. ja, die sind zehnfach, auf jeden Fall sind die schon fünffacher Weltmeister. Wow, krass. Was Also bei World die of sind Tanks oder echt was? gut. Ja. Ja, nee, auf jeden Fall würde ich auch unterstützen. Wie gesagt, ein paar weibliche Kapitäne haben wir auch bei uns auf dem Discord-Server hier und da. Dann kommt noch dazu mit Xbox und PlayStation und dadurch macht das Ganze noch schwieriger. Auf jeden Fall also auch hier für Frauen eine Anlaufstelle. Der Clan der Waffenbrüder. Okay, dann kommen wir mal. Wie gesagt, habt ihr jetzt Clan-Regeln? Also gibt es irgendwelche Regeln, die jetzt wichtig sind oder gibt es gar keine Regeln? Ist es komplett Also, ungeregelt in jedem Clan gibt es natürlich Regeln. Also, ich glaube, ich kenne keinen Clan, wo es keine Regeln gibt. Ja. Bei uns ist maßgebend, dass man sich angemessen verhält, dass es zu keinen Beleidigungen oder rechtsradikalen Ausdrücken kommt. Also, natürlich, wenn man jetzt irgendwie Patriot ist, also patriotistisch ist, ist er natürlich auch willkommen, solange es halt nicht ins Rechtsradikale übergeht. Ja. Na, das finde ich auch eine sehr gute politische Einstellung, muss ich sagen, weil das ist nämlich ein ganz großer Unterschied, ne? Was oft aber nicht erkannt wird. Okay, kommen wir weiter, ja? Ja, dann haben wir zum Beispiel auch in unserer WhatsApp-Gruppe auch Regeln, wie zum Beispiel, dass man keine sexuelle Handlung oder pornografische, vulgärische Inhalte preisgeben soll, sagen wir mal so.
dass man sich in Anführungsstrichen in Maßen behält, weil wenn jetzt mehr Frauen auch dazukommen sollten, dass sie dann das reinschreiben, wenn sie es nicht mögen, dann wird das natürlich eingestellt, ist logisch, ja. Weil es gibt welche, die davon Fans sind, einige auch nicht und dann wollen wir dann lieber auch das so belassen, dass es dann komplett, sagen wir mal, verbannt wird. Ja, dann haben wir meistens auch ein paar Trainingsfahrten. Dazu ist jeder Spieler verpflichtet, wenn es abgesprochen ist, dass sie dann zu den Trainingsfahrten zu erscheinen haben. Und ja, ansonsten sollte es dann zu Beleidigungen oder rechtsradikalen Ausdrücken kommen, dass man sie ermahnt tut, dass sie dann eine zweite Chance haben. Und bei einem zweiten Verstoß wird dann durchgegriffen. Genau, wird durchgegriffen. Richtig, genau. Weil wir haben die Regeln auch so erstellt, weil wir hatten zwei bei uns im Clan, die müssten meinen, sage ich jetzt mal, in die Community pornografische Bilder reinzuschicken oder sowas geht gar nicht. Auf andere Leute hören in der Party, die sagen, wenn man kurz vorm Gewinn ist, ja ey, guck, da ist schon nur noch das Schlachtschiff, fahr doch mal aus der Base raus, hol's dir, mit vielleicht noch 200 Leben. Und eine Anti-Waffenbrüder-Party gründen geht schon mal gar nicht. Ja, also das haben wir jetzt schon gehabt und die Leute haben auch direkt ihre rechtlichen Konsequenzen davon gekriegt. Das schon mal vorweg. Ja, also da wird auf jeden Fall auch durchgegriffen. Das heißt quasi, wenn man bei euch Mitglied ist, braucht man sich auch keine Sorgen machen, dass die anderen Mitglieder machen können, was sie wollen. Die dafür zuständigen Leute greifen dann auch durch, wenn Regelverstöße sind. Ist auch immer ganz wichtig, ne? Dass die Führung quasi die Linie auch durchsetzt sozusagen, ne? Genau, auf eine Aktion folgt eine Reaktion. Genau. Ja, Leute, wo waren wir jetzt stehen geblieben? Wie ist das bei euch? Nochmal ganz kurz als Randinfo. Wenn man jetzt länger inaktiv ist, das heißt, ich bin einen Monat krank oder habe einen Monat keinen Bock oder sonstiges, muss ich dann Bescheid geben oder? Ja, das wäre auf jeden Fall sehr nett, sage ich mal, weil wir haben jetzt schon zwei Leute, die sind momentan inaktiv. Einer, der wartet noch auf seine PlayStation 5. Der andere ist halt aus gesundheitlichen Gründen verhindert, sage ich jetzt mal, seit einem Jahr schon. Ja. Und da haben wir auch gebeten, gib wenigstens eben Bescheid, dass wir Bescheid wissen. Wir notieren wegen uns das auch. Wegen der Trainingsplanung und so weiter, ne? Genau, es wird halt alles vermerkt, damit wir halt auch alle Bescheid wissen. Und ja, ansonsten läuft das eigentlich alles von sich aus, ne? So, dann sehe ich jetzt hier im Streamchat, der Jack Eagle bewirbt sich offiziell. Wie gesagt, Jack Eagle, wir hatten es gerade eben schon gesagt. Wir können gerne nochmal die Namen, einer von euch beiden kann gerne nochmal den Namen jetzt hier für Jack Eagle in Streamchat reinhauen. Jack Eagle, du kopierst ja einfach den Namen raus, gehst über PSN und addest die, eine Freundschaftsanfrage, pipapo, dann seid ihr befreundet über PSN und könnt dann euch austauschen und so weiter. Ne? Also freut mich doch, wenn hier schon vielleicht ein Kontakt zustande gekommen ist. Ansonsten kommen wir jetzt langsam zum Schluss. Was gefällt euch an eurem Clan am besten? Was ist das, wo ihr sagt, so, das ist echt cool bei uns, das gefällt mir? Also auf jeden Fall unser Zusammenhalt, der ist auf jeden Fall ein A und O bei uns im Clan. Mhm. Und unsere familiäre Atmosphäre auf jeden Fall. Also man kann ja wirklich jeden vertrauen, jeder kann auf seinen Nebenan aufbauen. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr gut, was ich jetzt persönlich hier im Clan noch empfinde. Ich vor allem als Ausnahme, sage ich jetzt mal. Und dass, wie Tobi vorhin auch schon erzählt hat, dass jeder Mensch willkommen ist, ob er körperliche Einschränkungen hat, ob er lesbisch, schwul, transgender ist. Im Grunde genommen sind wir alle Menschen und können alle miteinander Spaß haben. Okay, Leute, habt ihr das gehört? Ansonsten, was noch natürlich eine ganz interessante Frage, was mögt ihr nicht im Clan haben? Ich meine, gut, man konnte es im Laufe des Interviews schon so ein bisschen raushören, aber vielleicht können wir das in ein, zwei Worten nochmal zusammenfassen. Was mögt ihr nicht in eurem Clan haben? Ja, also bei mir wäre es auf jeden Fall Leute oder wie gesagt Spieler, die auf andere Spieler sie stark kritisieren anhand ihrer Spielweise, weil sie nicht so spielen, wie derjenige es für richtig haltet. Hm. Oder richtig hält, eher gesagt. Weil sowas braucht man erst gar nicht auch erst aufnehmen im Clan. Ja. Bin ich ganz ehrlich. Ja, du noch was, Nico? Halt, das war ich gerade. Ach Mensch, Tobi. Kragen, ja, wie gesagt, also was wirklich so überhaupt nicht bei uns reingehört sind, sage ich jetzt mal so, Leute, die permanent rumnörgeln, rummosern oder
ich nenne jetzt mal einen Namen, er hat seinen Namen geändert bei PlayStation, Musashi zum Beispiel, gebe ich mal jetzt einfach mal bekannt, der permanent, egal was war, nur über seine Yamato, Yamato hier, Yamato da, ja, aber Yamato hier und Yamato da, ey, man konnte nur noch, man hat nur noch Yamato gehört. Ja. Also, und das sind so Punkte, die nicht gehen. Jeder hat sein Lieblingsschiff, ja, gebe ich Yamato. Zu. Yamato, hä, was war da das Problem? Was hat er? Der hat immer. Er hat permanent nur über die Yamato gesprochen. Das Yamato ist das beste Schiff der Welt. Es gibt kein besseres Schiff. Das finde ich schon wieder klar, geil. Ey, die ja. Klar, die Yamato ist gut. Kann man nichts anderes sagen. Aber Breitseite ist sie genauso schnell raus, wie sie auch da war. Feiern. Ja. Genau. Okay, okay. Aber solche Sachen, sage ich mal, gehen halt nicht. Ich habe auch ein Lieblingsschiff, das ist die West Virginia. Da rede ich aber nicht permanent drüber. So. Man soll schon, das Haus im Garten stehen lassen, sage ich jetzt. Okay, mal. Also, dann haben wir noch die letzte entscheidende Frage auf jeden Fall. Wo soll es mit eurem Clan hingehen? Was sind eure Ziele? Was stellt ihr euch vor? Zum Beispiel Membergröße? Wollt ihr dann auch aktiv bei den Clan-Gefechten irgendwas reißen? Ja, wollt also, ihr das Ding ausbauen? So, natürlich wäre es schön, sage ich mal, klar ist unser Ziel, bei den Clan-Gefechten so weit wie möglich die Rangleiter hochzuklettern. Natürlich wäre es auch schön, vielleicht mal in einem Finale zu stehen mit dem Clan. Klar. Aber dafür braucht man halt auch kompetente Spieler. Ja, vor allem nicht nur kompetente Spieler, du brauchst, denke ich mal, was bei mir auch, denke ich mal, der Fall sein wird, wegen den Klanggefechten, du brauchst, denke ich mal, auch genau wie es immer ist bei allen Events, die Zeit. Und das ist halt das, ne? Du brauchst kompetente Spieler, um da oben mitzuspielen, wie das in allen Spielen ist, wenn du da oben mitspielen willst, und vor allem Leute, die Zeit haben. Und da schneidet sich dann halt meistens immer, ne? Das ist halt immer so eine Sache, aber, ja. Und dass ihr dann halt, später, wenn wir dann mehr Mitglieder sind, sagen wir, sprich jetzt mal gut nochmal die Hälfte dazu, so um die 50 Mitglieder sind, dass wir dann uns auch in verschiedenen Flotten aufteilen können, wenn die Trainingsräume zum Beispiel da sind, dass mal die erste Flotte gegen die zweite Flotte spielt, das ist cool, dass man sich gegenseitig verbessern tut. Ah, das ist richtig geil auf jeden Fall, wenn das wirklich so kommt, mega. Ja, genau, da war es doch eine sehr interessante Geschichte hier mit euch. Wie gesagt, ich werde euch auf jeden Fall bei mir auf dem Discord-Server mit integrieren. Da halten wir auf jeden Fall nochmal Kontakt. Ne? Ja. Unterstütze ich euch da auch gerne ein bisschen mit. Und ansonsten bedanke ich mich auf jeden Fall bei dem Clan Waffenbrüder für eure Unterstützung. Mega geiler Support. Ja. Also wirklich, das waren glaube ich über 8 oder 9 Follows. Sogar das eine oder andere Sub war dabei. Also wirklich mega cool. Finde ich richtig geil. Und ich werde mich auf jeden Fall da auch revanchieren. Wie gesagt, euch mit auf dem Discord-Server integrieren, und ihr kriegt auf jeden Fall auch nochmal ein Video vom Interview, was ihr dann auf jeden Fall verwenden könnt, um euch nochmal zu präsentieren und so weiter. Ich denke mal, ist eine ganz coole Sache. Und vielleicht kriegen wir es auch irgendwann nochmal in der Frühschichtwoche bei mir hin, dass wir vielleicht nochmal, es gibt immer Clan-Gefecht und Clan-Interview. Ne? Das Clan-Interview haben wir gemacht heute. Und vielleicht machen wir auch mal einen Mittwochstream, dass wir sagen, wir machen heute ein Clan-Gefecht, WBC, und quasi, da fahre ich dann quasi im Livestream, und ihr könnt immer zwei Mann aus eurem Clan können immer quasi mitfahren. Ne? Ihr könnt immer mal durchtauschen, dann haben auch die Leute mal eine Chance zu sehen über 5 bis 10 Gefechte, wie seid ihr so drauf, weil das hört man ja dann quasi, wie wir im Gefecht zusammen agieren und kommunizieren und so weiter. Ne? Und das würde ich euch auf jeden Fall auch noch anbieten demnächst dann, wenn ihr Bock drauf habt. Das wäre super, super nice. Ja, wir bedanken uns auch sehr herzlich bei dir, dass du uns diese Möglichkeit zur Clan-Vorstellung gegeben hast. Da musst du aber noch jemand anders danken, nämlich Jasmin, ja, Pink Lady. Ja, das weiß ich, ja. Jasmin, falls du zuguckst, oder auch an Pascal, good luck. Ich danke euch beiden sehr, sehr herzlich, dass ihr mir das möglich oder uns möglich gemacht habt. Vielen Dank. Vielen, vielen, vielen Dank. Werden wir uns auf jeden Fall auch noch für revanchieren. Und wie gesagt, wir werden deinen Link bei uns auf dem YouTube-Kanal fest verlinken. Coole Sache, vielen Dank. Bei Discord werden wir dieses dann auch tun, wenn wir da so weit sind, dass das mal richtig ans Laufen gerät. Genau, ja. Super. Also wie gesagt, coole Sache. Man kann sich immer noch gegenseitig helfen. Das bringt auf jeden Fall allen was. Ansonsten, ja, hat es mich gefreut. Und wie gesagt, wenn ihr Bock habt, bleibt ihr noch im Stream. Ansonsten wünsche ich euch auf jeden Fall einen schönen Sonntag. Immer eine Handbreite Wanderung hier. Ganz kurzes Statement noch von beiden jetzt. In 3 Worten, stellarer Wettkampf. Was sagt ihr dazu? Gewöhnungsbedürftig, sage ich mal, aber so ansonsten ist es, sage ich mal, ein Event, was man sich hätte schenken können.
Okay. Also da bin ich ehrlich, da hätte ich lieber die Arena nochmal wieder gehabt. Anstatt diesen Weltraum, Gedöns. Schiff Gedöns da, sage ich jetzt einfach mal, weil so die Grafik geil, auf jeden Fall. Für Epileptiker No-Go, sage ich direkt schon mal vorweg. Weil selbst ich, normaler Mensch, wenn ich das 2 Stunden spiele, habe ich sowas von die Birne murmig. Da weiß ich nicht mehr, was ich sehe. Das ist schon irritierend. Also es macht Spaß, ja, aber gebraucht haben hätten wir es nicht. Genau, gut. Dann würde ich sagen, kommen wir zum nächsten Punkt. Ich verabschiede euch auf jeden Fall. Wie gesagt, wir bleiben dann in Kontakt, um das Ganze anders zu regeln. Hat Spaß gemacht, war ein tolles Interview, Leute. Wie gesagt, immer eine Handbreite Wasser unterm Kiel. Und ja, wir können auch dranbleiben, würde ich mich freuen. Ansonsten sehen, hören, schreiben wir uns. Alles Auf jeden klar. Fall. Also wie gesagt, ich bleib dran, weil ich will wissen, ob ich meinen Tipp der Torps richtig abgegeben Was war habe. Ich dein Tipp? genauso. Warte, okay, Ich warte, genauso. ich guck mal kurz. Was war, warte mal, hier, Hayscreamer 90, Iron Blood, ich sehe es nicht, Timo. Nee, ich hab einen anderen Namen drin. Ich bin Anime-1-Lover. Alles klar, 88. 88, also 2 Genau. weniger als der Hayscreamer. Jo. Und wie gesagt, Leute, also wenn ihr wirklich am Ende mitmacht, ihr müsst dann quasi im Vorrundenduell antreten, ne? Wenn es heute klappt. Ich drücke euch auf jeden Fall die Daumen. Ist kein Problem. Vielen Alles Dank. klar, Jungs. Wir danken Juli, euch. Euch na? noch gut schippern. Macht's gut, Genau, ja, auf Männers. jeden Fall. Und vielleicht bis später. Ich drücke die Daumen. Ja, ciao, Gut, ciao. tschüss. Macht's gut. Ciao.